Jo, hi, zurück zu God of War. Wir sind heute zurückgekehrt aus Asgard, beziehungsweise, naja, ist ja ein bisschen was schief gelaufen. Jetzt geht's mal wieder zurück, oder? Oh. Natürlich. Da hängen die hier ab. Ich sollte schnell zum mystischen Tor. Okay. Odin hatte recht. Garm befreien. Wie konnte ich es so vermasseln? Tja. Also dann, ich werde ihm gegenübertreten. Diesmal laufe ich nicht weg. Gut, fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Gibt natürlich mega Ärger, beziehungsweise ein paar Fragen. Nein, schauen wir mal. Du bist es, oh, Tartel. Ärger. Du bist es. Schütz dich selbst. Leider, kommst wie gerufen. Hörte mal, was? Wo ist Vater? Er versucht dich zu finden. Kann das warten? Wir werden hier angegriffen. Es nimmt kein Ende. Ich muss den Weltenriss schließen. Atreus, halt sie mir vom Leib. Einmal mal ein paar Leute kaputt machen. Oh, ist auch blau, das ist nicht gut. Ich brauche mehr Kraft. Atreus, komm, hilf mir mit dem Zauber. Ich leite dich an. Okay. Sag mir wann. Laisa Riva. Laisa Riva. Laisa Riva. Atreus! Autschi. Vater! Hoch mit dir. Hilf, Freya. Ich werde sie ablenken. Ist es vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Er hat zumindest mal den Schild rausgeholt. Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Ich sag doch, das ist nichts. Oh, du blutest. Heul nicht so rum.
richtig. Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn... gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Sie sind zu kalt. Okay. Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Jawohl, Chef. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ich bitte. Wir gehen ja. Ja, wir gehen ja schon. So. Und bitte, vermasselt es nicht. Ja, das hoffen wir auch. Naja, zurechtweisen? Nein, ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut, wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß, tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht, aus Drötnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Alter Doggy, sieht sehr geil aus. Bleib mal hier, Atreus. Bestimmt nur Angst. Lass mal hier gucken. Lange in Ketten. Tut mir nicht weh, ja? Eine verzweifelte Kreatur kann die gefährlichste sein. Ich weiß. Na los, wir müssen rüber, bevor er noch mehr Welten zieht. Ja, chill mal. Du nicht für ihn? Das ist nicht, wie du denkst. Was er auch verspricht, man kann ihm nicht trauen. Tue ich nicht. Ja, genau, er das ist etwas, irgendwie... was ich brauche. Es ist schwer zu erklären. Ach, Leute. Kalt aus!
Warum? Aber das Eis ist im Weg. Ja, sehe ich auch so. So selber lesen. Der Wind deiner Flügel. Das klappt nicht. Das sehe ich. Vielleicht ein anderer Winkel. Ist etwas nicht getroffen? Geht's nicht um Sprengen? Also vielleicht ein anderer Winkel, bla bla. Ah ja. Okay, also alle auf einmal, oder? Weiter. Noch mehr Äpfel. Schwer zu erklären. Warum? Du musst mir einfach vertrauen. Ich weiß, das ist zu viel verlangt. Aber kannst du vielleicht... Was hat er, das du brauchst? Warum sagst du es mir nicht? Es ist kompliziert. Was ist mit dir? Warum hast du eine neue Waffe? Ich dachte, du wolltest keinen Krieg. Will ich nicht. Aber... Ist es kompliziert? Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Und sorge dich nicht wegen Odin. Ich gehe nicht zurück. Das ist gut zu wissen. Aber Ingrid war so nice. Schade. Ein Weltenriss. Garm war fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Wenn's geht, halte ich die Feinde fern. Mache ich. Sag, wenn du bereit bist. Ready. Jungs, das ist doch für euch nicht gesehen. Und ich sag's ja immer wieder. Leiser!
Leute, wo kommt ihr denn alle her, Mann? Vom Nest, oder was? Geht ihm aber auf die Nerven, Jungs. Danke, dass du mitgekommen bist. Das musstest du nicht. Ich bin dein Vater. Ich helfe immer. Solange ich kann. Tja, das ist gut zu wissen. Erzähl, was hast du in Asgard gemacht? Ich habe Dinge für Odin übersetzt. Er hat diese Maske gefunden, mit der ein magischer Riss verbunden ist. Ist alles irgendwie... kompliziert. Ja, aber ich habe Leute in meinem Alter getroffen. Freunde gefunden. Ich hoffe, wir sind noch Freunde. Man darf Odins Gefolgsleuten nicht trauen. Leuten zu trauen muss nicht schlecht sein. Es schadet dem Urteilsvermögen. Vielleicht, aber ich hab die Einsamkeit satt. Atreus. Finden wir raus, wie dieses Tor funktioniert, ja? Naja, einfach mal aufmachen, einfrieren, oder? Rad blockiert, ja. Wenn das Tor oben ist. Reicht uns denn die Hälfte, oder was? Was meinst du? Wie geht das mit den neuen Pfeilen? Verkettenelement. Okay, also. Siegel, warte mal. Okay, let's go. Oik. Aber wir brauchen mehr als ein Siegel. Ach so, okay, verstehe. Mhm. Also, wir schießen darauf noch, oder? Wir müssen die Einfrierfähigkeit um das Tor bringen. Ich gehe das mit den neuen Pfeilen. Kettenelement. Die ist so eingefroren, oder? Jungs. Nicht sein Schutz. Irgendwie kaputt, die Jungs. So, wie kommt man denn da oben ran an die Schuhe? Das würde mich ja mal interessieren. Gegner erledigt. Gar nicht, wa? Vielleicht ein andermal. Da ist er! Siehst du das? Er reißt die ganze Welt in Stücke. Über dir! Vorsicht! Du hast da was am Kopf. Aufhalten.
deine Mulde wie dein Schwert. Ja, Junge, jetzt renn mal nicht so. Gucken, wer da kommt. Keiner. Er hier. So sieht das aus, ne? So, die wandern alle darüber. So, was sagst du? Speer, oder was? Okay, doch von hier. Sehr gut. Noch einer, linke Seite. Wo denn? Der einzige? No. Da kommt der. Rechte Seite haben wir auch noch einen, oder? Mann, das reicht mir jetzt. So, rechts, oder wo ist er denn? Hier, ne? Ah, genau. Tschüss. Mensch, wo sind sie denn noch? Der ist runtergefallen. Aha. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal genug. Nicht zu trauen. Aber ich brauchte seine Hilfe. Ich kann Ragnarök auch nicht zulassen. Ich hätte dir geholfen. Ja, aber... Ich weiß, aber... Halt! Er ist hier! Oh, gut. Wölfchen ist sehr groß. Ist schon gut! Alles gut. Ganz ruhig. Warte, wir wollen nur... Ach, Junge. Du bist eingefroren. Geht's dir gut? Ne, ist ein bisschen kalt. Hinter dir! Vorsicht! Aus! Du kommst klar? Oh!
Hau ab, du hässliche Kröte. Na los, hier kommen wir durch. Okay. Ja, und wozu stand der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du keine anderen Waffen? Was machen die denn hier? Sie sind tot. Oh, ja. Gutes Argument. Oh. Sauer. Stein verschwendet für diese Affen. Na gut. Wenn du dich also nicht auf Ragnarök vorbereitet hast, nimm dann der Speer. Ich hab geredet. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich bin der Vater. Du weißt der Frage aus. Das Ding da, Flamme, okay, verstehe. Fahren die mit runter oder was? Ist es das? Also quasi. Also wir hauen da auf das Ding. Ja, genau. Aber die anderen. So? Das reicht nicht, oder? Ja, ist ja gut. Bitte. Dann los. Soll mal ruhig hier runter gucken. Mhm.
Wir sind nah dran, aber du bringst die nicht um, ja? Ich verspreche nichts, aber ich versuche, die Bestie nicht zu töten. Kommst du mit? Irgendwie nicht, ne? Ach doch. Haben wir was übersehen? Wieso hat er so lange gewartet? War schon eine ziemlich große Fläche, ne? Dafür, dass da gar nichts war. Ja. Und die Tür hier? Funktioniert nicht. Also, alles richtig. Let's go. Er hat noch ein bisschen gebraucht. Ein bisschen nachdenken. Jetzt rennt er vor. Linke Seite. Oh, Moment. Oh. Ja, einfrieren brauchen wir nicht. Den ist kalt genug. Feuer bringt die mehr, ne? So, er will da lang und wir? Kein Weg weiter. Aber da scheint eine Mulde in der Wand zu sein. Ah, von da können wir nicht schießen, sondern mal eben rumlaufen. Hm. Alles gut, ne? Na komm. Wie ist der Plan? Ich gehe eher Schritt für Schritt vor. Vor dieses Brett ist ein bisschen dünn. Nicht von Garm. Du kannst Odi nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich. Oh, Doggy. Was jetzt? Ich versuche ihn zu zähmen. Zähmen? Ja, ich habe schon Wölfe gezähmt. Okay, let's go. Klingen sind hier einfach besser. So, hier kommen wir aber nicht weiter. Okay, let's go.
Geschenke, Gamma. Du frisch mit der Axt deine Ketten. Hängt irgendwie fest? Wenn er nicht davonläuft und sie einhält. Zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! So, ich dachte auch hinterher, irgendwie. Reicht das? Okay, das hat nicht so gut geklappt. Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. Absichtlich vermasselt, oder? Und wer hat hier kein Vertrauen? Tut mir leid, das war ungerecht. Aber ich dachte, es klappt. Geduld. Wir finden einen Weg. So sieht es aus. Let's go. Einfach rüber. Ich glaube, wir müssen hoch auf den Vorsprung. Ja, schon klar. Aber wie? Immer einen Weg. So. Siehst du? Oh, hab ich gar nicht gedacht. Die Lösung ist nicht immer offensichtlich. Über dir! Vorsicht! Meine Pfeile, verlangsamen Sie! Gaulwa! Das kalt genug? Hinter dir! Vorsicht! Was für eine kleine miese Hexe. Wir machen das auf meine Art. Deine Art, heißt dann wohl. Das ist das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. Hm.
wird schwer. Auch kein guter Plan.
Kette! Schnell! Vater! So, Kollege, ausgespielt. Tja, war das nötig? Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Helene verlassen, okay, machen wir. Gibt's was Kurzes? Nee. Wir müssen zurück, wa? Gehen wir jetzt nach Hause? Atreus. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Da ist die versperrte Tür, okay. Wie kriegen wir das hin? Lass mal gucken. Da fahren irgendwie Gewichte rauf und runter, ne? Wird nicht offen bleiben. Das Rad ist hinter dem Tor. Man muss es irgendwie einfrieren können, oder? Also ich schätze mal, man müsste alles erstmal ein Stückchen runterfahren. Also erstmal Pfeil hier, ne? Oder? Dann wollen wir hier das Ding mal bewegen. Achso, geht nicht. Moment. Hast du eine Idee? Vielleicht können wir mit einem Siegel den Frost zum Rad bringen. Und geht das schon? Weiß nicht, ob das geht. Nope, sehe nicht. Lass mal nochmal loslassen. Also, das Ding machen wir nochmal weg und wir schießen mal da unten hin. Das klar funktioniert das. Vielleicht die Gegengewichte? Sie könnten als Frostbrücke dienen. Offen. Schnell. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Die Nornen? Daran glaubst du nicht. Junge, okay. Kette. Oh, Jimmy ist back. Flieh. Los, ist das Loch im Boden. Ich weiß es nicht. Ist es nicht? Bleib nicht stehen. Lauf! Wohin? Zur Treppe. Nach draußen. Schnell! Hinter dir! Hey, Junge! So wird das nix. Wirf den Speer auf sein Bein. Das Bein oder auf das Bein?
wenig finden. Überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Hast du das? Wo ist der? Pass auf! Der ist sauer. Sehr gut? Ja, jetzt kämpfen wir. Mein neues. Du musst mein Schwert, er muss Waffen Wir müssen ihn finden. Los! Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte... seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob's geklappt hat. Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum?
Verzeihung. Mein Arm. Oh. Ich sah sie auch. In Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Kollege. Alles gut. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Fan? Bist du's? Junge. Oh! Schlecki. Braver Junge. Oh, sehr groß. Ja. Nice. Hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Geschafft. Sitz. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Der ist so süß. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Na, guck mal, der Tricks. Das ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Den nächsten Schritt planen. Also, als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten will, das ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Nein, aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Jo. So, und wir wollen zurück. Wo denn lang? So, das Ding müssen wir wieder knacken, oder was? Tja, wer weiß es? Die Pfeile bringen da wohl nichts. Wie kriegen wir das Ding auf? Oh, nice, danke. Okay, Äffchen. Es ist offen. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad aufreißen. Ja, genau. So, wie kann das gehen, dass man einfach schrittweise das macht, oder was? Also, wenn man es dreht, jetzt sind wir ganz oben. Okay.
Also da feuern wir noch einen drauf. Eike. Die Idee ist erstmal richtig, ne? Also brauchen hier wahrscheinlich immer zwei. Also, hier zweimal drauf ballern. Das Ding mal einen hochfahren. Zweimal drauf ballern. Okay, und so geht's. Wenn den Mäuren nicht zu trauen ist, warum kümmert es dich, was sie sagen? Wenn es um dein Leben geht, gehe ich kein Risiko ein. Interessiert uns nicht, ne? Achso, Moment, Raven. Noch einer. Mhm. Dauert zu lange, ne? Mit dem Speer. Geht's besser. So, weiter, oder? Puh, dauert schon ganz schön lange, aber wir kehren einfach nochmal zurück und dann ist gut. Da ist es ja, das Portal. Das mystische Tross verschüttet. Ich mach das. Und irgendwie kaputt, oder? Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig, zu selbstsicher, hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja?
Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Entscheidungen steuern. Dann schmieden wir unser eigenes Schicksal. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Die scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh. Bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Okay, Eichhörnchen ist auch noch da, oder auch nicht. Lass mal reingehen. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel. Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das. Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Puh. Vater, ich
meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Gut. So ist es wohl. Wo wir gerade reinen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Hehlläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Ich griff nach einem Schild statt nach einem Schwert. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Ich finde Mimir einfach super. So, wir ruhen uns jetzt mal ein bisschen aus. Genug gefightet, war eine super lange Session. Ja, mehr beim nächsten Mal, ne? Bis dann. Ciao.